Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Kapitel von Die Reise ins All. Unsere Heldengruppe, bestehend aus Professor Heisen, der bezaubernden Eleonore, Leutnant von Magwitz und der Kreatur des Dr. F., hat sich auf dem Weg zum Mars gemacht, nach langen Strapazen. Doch die Strapazen nehmen kein Ende, denn auf dem Weg zum Mars sind wir scheinbar angekommen und irgendwie auch nicht. Wir befinden uns in einer marsianischen Falle und um da wieder rauszukommen, benötigt es schon die Gedankenkraft eines Professor Heisens. Nur er ist in der Lage, seine Freunde aus den Träumen, die sie aktuell haben, zu wecken. Und wir müssen jetzt in ganz klassischer Inception-Manier von Traum zu Traum springen und versuchen, unsere Freunde wieder aufzuwecken. Ob uns das gelingen wird, das werden wir herausfinden. Ich bin da natürlich extrem optimistisch gestimmt. Wir werden natürlich einige Rätsel lösen müssen, aber ich denke mal, das bekommen wir hin. Im letzten Part ging es ja auf jeden Fall auch bisher ganz gut voran. Den armen Kerl hier hat es auf jeden Fall ganz schön mitgenommen. Und dazu hat auch unser Professor Heisen keinen Kommentar, aber los hier. Er mag zwar so aussehen, aber er scheint es nicht zu sein. Na gut, okay. Nehmen wir das einfach so hin. Da, was schlabiert er denn hier rum? Will er nach dem Kriege kicken oder was? Lass er das gefälligst. Verstehe ja doch nicht so ein... Ah, na klar, das ist einer der Wilhelm-Söhne oder so. Ist schon ziemlich lange her, dass ich den Anfang gespielt habe. Gemessen an diesem Exponat ist unser Van Magwitz der reinste Feingeist. Ja, es gibt wahrscheinlich schlimmere Leute bei der Armee als unseren guten Leutnant von Magwitz. Den Hafer will ich doch lieber den Pferden lassen. Oh, schade. Oh, sei unbesorgt. Ich saufe schon seit Jahren nicht mehr aus Eimern. Das ist auch geil, ja. Den armen Pferden das Wasser wegtrinken. Was macht der denn hier hinten am Baum? Was soll das denn hier darstellen? Erkläre er sich? Oh, meine Güte. Jetzt ziehen sie schon Greise ein. Hier, Gevatter, nimm ein wenig Grünzeug, um dich zu tarnen. Dann erlebst du noch den Abend. Du hältst etwas Tarnmaterial. Sehr schön. Das werden wir auf jeden Fall noch gebrauchen können. Das speichere ich doch vorsichtshalber direkt mal ab. Hier oben ist auf jeden Fall kein Weg. Geht es hier oben direkt weiter oder müssen wir uns vielleicht tarnen? Oh, was ist denn da oben los? Grundgütiger! Was tobt denn da für ein Lärm? Ja. Okay, mal wieder Lärm. Dann werden wir wahrscheinlich woanders weitermachen müssen. Wir interagieren nochmal mit allem und jedem, damit wir nichts übersehen. Eine Sperre, um plötzliche Dragoner-Attacken abzuwehren. Wenn ich jetzt noch genau wüsste, was ein Dragoner ist, ich kenne den Begriff auf jeden Fall. Meine Vermutung wäre, dass wir nochmal zurück zur Kreatur gehen. Vielleicht können wir uns da ja tarnen. Mit Hilfe unseres. Genau. Haha! Gleich werde ich mit der Umgebung verschmelzen! La. Das ist so herrlich einfach nur. Okay, gut, dann völlig unauffällig als Busch. Werden wir bis zur Kreatur vordringen. Oder zumindest bis zu diesem Typen. Oder auch nicht. Wir müssen uns auf jeden Fall nicht mehr anstellen. Das hat schon mal einen... Ah, wir können einfach hier durchgehen. Psst! Hey! Komm doch mal rüber! Busch! Spricht! Ja, ja, ich bin der sprechende Busch. Sei so gut und mach die Klappe auf. Wesen könnte Gesellen gut gebrauchen. Du würdest einen sprechenden Busch als Gesellen einstellen? Wesen hat keine Vorteile. Aber Wesen nimmt nur Gesellen mit eigener Schürze oder Kittel. Das zeugt von Einsatzfreude. Sieh nur, was ich hier dabei habe. Einen Kittel. Du bist ein guter Busch. Komm herein. Das war
einfacher als gedacht. Überraschung! Oh! Das hast du ganz richtig erfasst. Ich fürchte ja, es ist alles nur eine Illusion. Du hast recht. Die Herren des Mars haben einen üblen Schabernack mit uns getrieben. Aber der Spuk ist vorbei. Warte nur ab. Gleich bist du wieder in der wirklichen Welt. Junge, wir führen jetzt einen Transport durch, ja? Mit deiner Kreatur. Und frag mich bloß nicht, wie diese Technik genau funktioniert, Junge. Ich habe andere Probleme. Ihre oberste Direktive verbietet es Ihnen, richtig? Junge, du hast keine Ahnung, okay? Ich habe außerdem auch keine Ahnung von Technik, Junge, aber das will ich einfach nicht zugeben, ey, okay? Also jetzt akzeptiere es einfach. Gut, dann nehme ich mal an, werden wir in die Welt von Fräulein Eleonore? Wo ist die Kreatur jetzt? Haben wir sie jetzt im Team auf jeden Fall nicht? Die Kreatur ist auf jeden Fall draußen. Können wir uns hier vielleicht noch irgendwas umsehen und irgendwas mitnehmen? Tota Majesta aus der Gattung der Morphgebäcke. Du nimmst die Torten an dich. Okay, gut. Das Feuer verströmt keine Wärme. Bald ist diese Illusion vollends verblasst. Nichts in diesem Schrank? Alles Lug und Trug. Da gibt es nichts zu sehen. Nicht alles ist Lug und Trug, denn wir konnten hier ein paar Gegenstände mitnehmen. Da ich jetzt aber spontan nicht sehe, wie es bei Magwitz weitergeht, ich aber auch spontan nicht wirklich sehe, wie es bei Eleonore weitergeht. Ach ja, genau. Ja, ja. Das mit der Karte müssen wir, glaube ich, nicht nochmal wiederholen. Das wird ja nichts besonders viel führen. Versuchen wir... Nein, der infernalische Lärm bleibt. Meine Ohren platzen gleich! Nein, da führt immer noch kein Weg vorbei. Wie könnte es denn weitergehen? Klettern wir erst nochmal wieder hinaus. Ich meine, bisher, wenn wir das richtige Item dabei hatten, ging es ja eigentlich immer ganz problemlos weiter. Also schauen wir nochmal bei von Magwitz rein. Ich meine, ich bezweifle zwar, dass uns die Torte großartig weiterbringt, aber es ist eben an beiden Orten Lärm. Was könnten wir gegen diesen Lärm machen? Wenn ich jetzt noch sehen könnte, was ich jetzt alles gefunden habe. Wir haben eine Torte auf jeden Fall. Weil gut, die könnte man auch einfach auf den Gegner werfen. Pfeifenkraut. Das haben wir, glaube ich, auch noch von damals. Dummstengel, Löwenzahn. Ich sehe gerade nicht ganz offensichtlich, wie es weitergehen könnte. Ach. Aha. Hat er uns schon immer diesen Hinweis gegeben? Ich habe gehört, Sie sind gestern in das Lager spaziert. Wie sind Sie denn an den Posten vorbeigekommen? Ach, die. Geben Sie denen ein paar Zigaretten und sie fressen ihnen aus der Hand. Leider habe ich heute nichts dabei. Aber nun lassen Sie mich. Okay, hier hätten wir sogar noch einen Hinweis darauf bekommen. Dann schauen wir doch mal, ob wir vielleicht mit irgendeinem anderen NPC nochmal irgendwas Sinnvolles machen können. Nee, das ändert auch erstmal nichts. Wir können hier von hier aus mit den Pferden interagieren, bringt uns aber auch nicht viel. Er hat uns ja die Tarnkappe gegeben. Genau. Ah ja, das war natürlich ziemlich einfach. Puh, zum Glück wurde ich abgelöst. Davon knallt's gleich wieder gewaltig. Hier, nimm lieber ein paar Ohrenschützer, Kamerad. Und du erhältst Ohrenschützer. Vielen Dank, junger Mann. Und was knallt da vorne so entsetzlich? Es ist nur der routinemäßige Artilleriebeschuss. Solange man sich zwischen den Sandsäcken aufhält, ist es einigermaßen sicher. Nochmals besten Dank! Dann werden wir schon durchkommen. Ah, das sieht mir wieder... Müssen wir irgendwie springen? Ja, alles klar. Und da war ich mal gerade wieder kurz aus dem Maker draußen. So, hier hinten ist es auf jeden Fall sicher. Und das ging ja ganz geschmeidig. Hey, bleib stehen!
Was ist das beim Zelt des Generals zu suchen? Reizen Sie mich nicht, meine Herren! Ich bin bewaffnet und gefährlich! Tortenschlacht, du bist beinahe unbesiegbar, denn du hast Torten. Wirf sie mit Ente auf den Feind und lass ihn unter der Zuckergussmasse erstarren. Doch Achtung, komme den Wachsoldaten nicht zu nahe. Es sind kräftige Burschen darunter. Ah ja, okay. Ach, logischerweise habe ich mich jetzt treffen lassen in diesem Dreamland-Kampfsystem. Wobei es eigentlich ganz gut trifft. Also ich meine, es trifft besser als das Dreamland-Kampfsystem. Also die Treffgenauigkeit ist besser. Unflätiger Lärm! Werde gleich dazwischen gehen! Auswertung. 4 preußische Grenadiere ertortet, 1 Treffer eingesteckt. Du hättest 95 Erfahrungspunkte. Können wir mitnehmen. Dürfen wir erstmal kurz abspeichern. Sehen übrigens äußerst nett aus, diese Grenadiere. Wünsche nicht länger gestört zu werden, bereite gerade den tollkühnsten Angriff aller Zeiten vor! Aber, lieber Leutnant, kommen Sie zu sich. Hier ist alles nur ein Traum. Erkennen Sie mich denn nicht? Ja, schon längst erkannt. Wollte aber noch ein wenig weiter Krieg spielen. Also Sie nun wieder. Marsch, ab in die Realität. Jawoll! Das ist am Ende irgendwie doch alles einfacher als erwartet. Da werde ich in dem Part ja noch ziemlich weit kommen. Muss ich nur noch zu Eleonore. Ich meine, ich habe jetzt auch bei ihr den Lärmschutz. Also nehme ich an, dass da jetzt nicht mehr so viel passieren wird. Krass. Das geht ja echt ganz flüssig. Und warum will ich eigentlich immer zu diesem Butler dort gehen? Das gibt's doch gar nicht. Was für ein Krach! Schnell die Ohrenschützer benutzt! Ah, welch Wohltat! Fräulein Eleonore hält also eine Rede. Ob ich trotz der Ohrenschützer etwas verstehen werde? Danke ich Ihnen abschließend noch einmal für die Verleihung des großen Pressepreises. Wir alle wissen, wie sehr ich ihn verdient habe. Was gibt es da die Stirn zu runzeln? Nun, meine sehr verehrten Herren, sage ich also artig Danke und rufe den traditionellen Satz. Ich bin am Ende meiner Rede und das Buffet ist eröffnet. Endlich, ich bin auch schon halb verhungert. Nichts wie hin, sonst wird mir am Ende wieder das Bissen deiner Nase weggeschnappt. Die Meute wirkt hungrig. Ich gehe lieber aus dem Weg. Oh mein Gott. Buffet-Eröffnung. Höchste Alarmbereitschaft. Nichts ist gefährlicher als ein hungriger Bauch auf 2 flinken Beinen. Weiche mit den Pfeiltasten den Essern aus. In etwa einer halben Minute hat sich die Meute auch schon über das Buffet ergossen. Aber bis dahin ist der schmale Durchgang einer Todeszone. Weiche aus und viel Glück. Was? Alles klar, jetzt verstehe ich's. Okay, das ist kniffliger. Oh, jetzt hat er mich auch... Oh. Und der hat mich jetzt nicht erwischt? Okay, hier ist die Kollisionsabfrage nicht so geil. Hier werde ich ziemlich rumfailen. Ah, der ist so super schnell. Hä? Grundgütiger! Einer wäre ich wegen ein paar Cremetörtchen zertrampelt worden. Und es waren immer wieder dieselben Leute. Klontorten. Menschen, Traumwesen. Du wurdest 11-mal angerempelt, du hältst 0 Erfahrung. Okay, das dulde ich nicht. Nein, 0 Erfahrungspunkte dulde ich nicht. Da lasse ich nicht mit mir reden. Nochmal zurück zu Fräulein Eleonore, alles nochmal. Ich meine, es ist ja alles recht kurz und machbar. Deswegen sehe ich da jetzt kein Problem darin. Wir speichern hier direkt nochmal ab, einfach damit der Weg kürzer ist, denn es könnte sein, dass wir das Spiel noch ein drittes Mal machen werden. 95 Erfahrungspunkte, damit habe ich kein Problem. Aber 0! 0! Ich meine, er bekommt gar keine Erfahrung dafür. Eigentlich wäre es noch besser, wenn wir Erfahrung dafür abgezogen bekommen würden. Also gut, wollen wir ein weiteres Mal versuchen, diesen Wahnsinnigen auszuweichen. Naja, das war schon mal maximal unfair.
Die haben doch eine angenehme Laufgeschwindigkeit. Ja, den kann man sogar durchaus ausweichen. Ach. Ja, das passiert ab und zu mal. Das ging jetzt irgendwie ein bisschen schneller. Wir wurden, glaube ich, noch 4 oder 5 Mal getroffen. 5 Mal. 50 Erfahrungspunkte. Oh, okay. Damit gebe ich mich zufrieden. 50 Erfahrungspunkte ist besser als 0. Und damit gebe ich mich erst einmal zufrieden. Der arme Jim Hawkins wird überspeichert. Ich werde ihn nie vergessen. Das war eine wunderbare Reise. Das muss ich mir lassen. Ich habe eine traumhafte Rede gehalten. Mit diesem Preis. Machen Sie auf, Gnädigste. Hier ist alles Lug und Trug. Wie? Was? Professor, was machen Sie denn hier? Ich fürchte, in trauriger Mission unterwegs zu sein. Ich komme, einen Traum zu zerstören. Ihren Traum, Verehrteste. Oder besser gesagt, die teuflische Illusion, die Sie gefangen hält. Wovon reden Sie nur? Ein Traum? Sehen Sie doch selbst. Das Lügengespinst beginnt sich bereits zu verflüchtigen. Ja, das geht ganz schön schnell. Oh. Fort. Alles ist fort. Aber der Preis, ich wollte ihn doch so sehr. Ja, die Falle ist dann hinterlistig zu überbieten. Aber so wie ich Gnädigste kenne, benötigen Sie keine Traumwelten, um Ihren Pressepreis zu verdienen. Sie haben recht, Herr Professor. Und künftig werde ich nicht mehr so leicht den Kopf verlieren. So klingen Sie richtig, liebe Freundin. Vor der Tür wartet ein kahlköpfiger Mann. Versuchen Sie, seinen lächerlichen Aufzug zu übersehen. Er wird Sie aus dieser Gaukelwelt befördern. Krass, wir haben es geschafft innerhalb von nur 15 Minuten. Das war einfacher, als ich erwartet habe. Ich habe es geschafft und fremde Hilfe. Boah, naja gut, okay, das war wirklich kein Vergleich zu dem Abschnitt davor. Prächtig, prächtig. Damit ist auch der letzte Gefährte befreit. Mittlerweile ist es auch schon ziemlich lange her, dass mir in den Kommentaren geschrieben wurde, dass die Reise ins All ziemlich gefährlich wird, was Kämpfe und so angeht. Und das ist echt verdammt lange her. Ich habe Angst, denn ich denke mal, es wird bald dazu kommen. Und die Musik hier, oh, welches Super Nintendo-Spiel ist es? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich lasse mal noch kurz weiterlaufen. Es geht nach Secret of Evermore. Ist auf jeden Fall ein Spiel von Squaresoft. Ich weiß gerade nicht genau welches. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es ja gerne in die Kommentare schreiben. Junge, Alter, Professor! Junge! Aufwachen! Professor, Junge, Alter! Ah, wir sind auf dem Mars. Kommen Sie zu sich! Oh, hier riecht es ein wenig angebrannt. Oh, das bin ja ich. Junge, wir sind auf dem Mars abgestürzt. Da bleiben ein paar Blessuren nicht aus. Ja, wie zum Beispiel von meiner Faust, Junge. Ich habe Ihnen unendlich zu danken, Kapitän. Lassen Sie mich eine kleine Stegreifrede. Junge, dafür haben wir keine Zeit. Ich muss in meine eigene Ebene zurückkehren. Junge, es hat echt wehgetan, euch helfen zu müssen, aber ich muss es tun und ich habe es getan, ja, und fortan liegt alles wieder bei Ihnen. Scheitern Sie nicht, ja, ansonsten komme ich zurück und dann gibt es meine Faust und die schmeckt garantiert nicht nach Junge, Alter. Sie sind ein schrecklich eiliger Mensch, aber gut, dann eben die Kurzform. Danke. Aber ja, das ist es. Mir kommt gerade eine formidable Idee, Herr Kapitän. Wenn Sie aus der Zukunft kommen, wissen Sie doch bereits, wie all dies hier enden wird. Junge, das wäre eine ungemein gute Idee, denn Sie haben... Genau. Junge, das ist eine ungemein gute Idee, denn Sie haben vollständig recht, aber... Eine Person zum Hochbeamen, Energie! Ja, aber, was, Ach, immer diese unerträgliche Raserei. Ihr scheint mit einem ordentlichen Ruß auf den Mars hinabgefahren zu sein. Guten Morgen, Gnädigste. Ah, ich habe geträumt. Auch von Ihnen. Die Gedankenfalle. Jetzt fällt es mir wieder ein. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Herr Professor. Nicht der Rede wert. Weckt mir einfach die anderen auf. Na, ja, erstmal natürlich noch die Kreatur und dann erst den Arm von Magwitz, denn ja, der ist irgendwie immer noch der Garste.
Guten Morgen, mein Bester. Auf die Beine mit dir. Eine bemerkenswerte Aufstehtechnik. Na komm, wir haben einen Planeten zu untersuchen. Oh, und Hustenanfälle zu überwinden. Oh, was für ein Glück. Er sieht unverletzt aus. Was sollen denn diese Blicke? Ich habe mich bei jedem gefreut, dass er unverletzt ist. Bei jedem. Dann wachen Sie einmal auf, Herr Leutnant. Sie werden schon sehen, nichts erwartet. Bei jedem Einzelnen habe ich mich gefreut. Jawohl. Gefecht bereit, wiederhergestellt. Gefechtsbereitschaft wiederhergestellt. Katsching. Dann auf. Entreißen wir den Herren des Mars ihr Geheimnis. Krass, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind aus der Traumfalle der Marsianer vorerst entkommen. Und ich denke, das wird auch so bleiben. Wir werden nicht so schnell wieder von unseren Träumen gefangen genommen werden. Da ich jetzt gerade tatsächlich irgendwie ein bisschen Halsschmerzen habe und ich weiß nicht so wirklich, woher die kommen. Ich habe mich vielleicht irgendwie ein bisschen überanstrengt oder so. Werde ich jetzt erstmal eine kleine Pause machen. Ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen mehr aufnehmen. Das werdet ihr dann schon noch sehen. Also ich bin auf jeden Fall super gespannt, wie es weitergeht. Und ich werde das dann auch demnächst noch in Angriff nehmen. Aber ich muss hier irgendwas gerade gegen so ein kleines Kratzen im Hals machen. Und das ist gerade irgendwie ein bisschen störend. Dadurch bin ich immer kurz vorm Husten. Und das ist anstrengend. Ich denke, das könnt ihr alle nachvollziehen. Aber gut, nein, ich bin auf jeden Fall super gespannt, wie es hier auf dem Mars weitergeht. Sieht auf jeden Fall schon mal cool aus. Erinnert mich ein bisschen an so eine Unterwasserwelt mit Anemonen, oder wie sie auch immer heißen. Und irgendwelche Ranken, die da aus dem Boden kommen. Habe ich schon gespeichert? Ich mach's los, jetzt aber nochmal. Leute, ich würde mich hier mal über einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Kapitel von Die Reise ins All wieder, wenn wir tatsächlich den Mars erkunden werden. Bis dahin.